Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Film hier auf meinem YouTube-Kanal. Wie ihr wahrscheinlich schon gesehen habt, geht es in diesem Video darum, wie ich mein Motorrad hochhebe. Und das hat folgende Gründe. Also ursprünglich wollte ich gar kein Video darüber machen. Warum ich das mache, da kommen wir später zu. Auf jeden Fall gibt es vier Gründe dafür, warum ich mein Motorrad überhaupt hochheben wollte. Der erste Grund ist, ich wollte einfach wissen, ob ich das noch kann. Und da liegt die Betonung tatsächlich auf noch. Der zweite Grund ist, als ich das Motorrad gekauft habe, hatte es ein Gesamtgewicht von 240 Kilo. Aber im Laufe der Zeit habe ich halt gewisse Teile angebaut. Wieder wären der Hauptständer, die Motorschutzbügel oder der Unterbodenschutz, der Kühlergrillschutz, die Kofferhalterungen und noch so ein paar andere Kleinigkeiten, die Nebellampen zum Beispiel noch. Und dadurch ist das Gesamtgewicht mittlerweile bei 258 Kilo. Der dritte Grund ist, das bin ich selber, und zwar einmal meine Größe. Ich bin also 1,74 groß und das Gewicht. Ich wiege so im Durchschnitt, sage ich mal, 64 Kilo, mal mehr, mal weniger. Und der vierte Grund ist eigentlich der ausschlaggebende Grund, nämlich folgender. Seit 4 Jahren habe ich also Schmerzen im rechten Knie und mittlerweile auch im linken Knie. Und in dieser Zeit, also in diesen 4 Jahren, habe ich mir noch 2 schwere Lendenwirbelentzündungen zugezogen. Die Entzündungen sind zwar weg, aber die Schmerzen im Rücken werden wohl immer bleiben. Also man muss tatsächlich aufpassen, oder ich muss aufpassen, wie ich mich bewege. Ja, und nach 4 Jahren habe ich dann endlich die Diagnose bekommen. Ich habe also Arthrose in beiden Knien und im rechten Knie eben besonders schlimm. Und das war für mich der Grund zu sagen, so, jetzt will ich wissen, ob ich das Motorrad gehoben kriege. Ja, und was dabei rausgekommen ist, das seht ihr dann nach dem Intro. Lasst euch überraschen. Also wie ihr seht, haben wir jetzt das schönste Wetter. Ich sitze hier im Garten im T-Shirt, 13 Grad. Und warum ich heute hier sitze, hat folgenden Grund. Denn ich werde heute mit meinem Nachbarn das Motorrad hinlegen und dann wollen wir mal schauen, ob ich die Maschine von alleine gehoben kriege. So, mein lieber Nachbar, der Ralf, da ist er. Der wickelt jetzt das Motorrad schön ein und dann legen wir es mal auf die Seite. Und dann freut er sich schon Wölfchen, wenn ich das Motorrad nicht gehoben kriege. Okay, dann wollen wir mal loslegen. Ralf, wir müssen das Motorrad nur zusammen noch hinlegen. So, komm her, ich baue das mal so ab. Dann lass uns das Motorrad mal gemeinsam hinlegen. Ist egal, also so, dann einfach auf die Seite gehen. Riecht, ne? Wunderbar. So. Habe ich auch noch nie gesehen. Also so würde ich kein Motorrad kaufen wollen. Okay. So, jetzt ziehe ich mir nur noch die Schuhe an und dann geht es los. So, läuft. Also, dann machen wir es erstmal so, wie sie alle gezeigt haben. Am Griff und hinten an der Gepäckhalterung. Und da wollen wir mal schauen. Ob ich das überhaupt hinkriege. Alter, das geht aber ganz schön in den Rücken. Ich merke, dass ich schon 2 Lendenwirbelentzündungen hatte. Aber es hat funktioniert. Jetzt habt ihr also gesehen, wie das ausgesehen hat. Und eigentlich wollte ich davon nur ein Reel drehen und das bei mir auf Instagram setzen. Das habe ich dann auch getan. Sollte also, wie gesagt, gar kein Video werden. Aber
Bis jetzt haben sich das also schon über 12.600 Menschen angeschaut und da waren auch einige Kommentare dabei. Und da war ich schon erstaunt über dieses große Interesse, das da herrscht. Und dachte mir so, wow, sollte man vielleicht mal erklären, warum ich das gemacht habe. Und war mir aber nicht ganz sicher und habe das dann auch nochmal in YouTube als Short reingesetzt. Und da waren es auch, mittlerweile sind es auch über 1800. Und ein Kommentar, gerade auf Instagram, der es mir dann angetan hat, darüber ein Video zu machen, war die Aussage, wie spannend, gen, ja. Und da dachte ich mir so, ja, natürlich, der Mann, der das geschrieben hat, hat natürlich nicht ganz Unrecht. Denn daran ist also nichts spannend und auch es ist nicht spektakulär. Außer man kennt eben die Gründe, die ich am Anfang des Films genannt habe. Und dieses große Interesse hat mir dann gezeigt, wäre vielleicht interessant, mal ein Video darüber zu machen. So, nachdem ich das aber in YouTube als Short gesetzt habe, war wiederum zeitgleich, waren mehrere Personen, die dann auch ihr Motorrad aufgehoben haben. Darunter waren also auch zwei Frauen, die also, ich sag mal, kleiner, leichter sind als ich. Und die aber auch richtig große Maschinen hochheben. Und da habe ich mir gedacht, wow, jetzt, also ich habe die Personen alle angeschrieben, ob ich sie auch namentlich erwähnen darf und auf ihr Instagram, wie sagt man, Account hinweisen darf. Und habe also nur von einer Person eine Antwort bekommen, die das also richtig toll findet, wenn ich das mache. Und zwar ist das die Vanessa von ihrem, ihr Instagram-Account heißt The Girl on a Bike. Schaut euch das mal an. Also was so bewundernswert ist bei dieser jungen Dame, ist tatsächlich, die legt auch erstmal ihr Motorrad hin, bevor sie es dann wieder aufhebt. Und zwar macht sie das genauso, wie ich das gemacht habe, mit einem einzigen Unterschied. Sie macht das absolut richtig und absolut korrekt. Dagegen ist mein Selbstversuch richtig stümperhaft. Und da kann ich nur sagen, ziehe ich einen Hut vor, schaut es euch einfach mal an. An dieser Stelle hier auch nochmal einen persönlichen Dank an Vanessa. Hello Vanessa, thank you for your permission to mention your name here. Thank you very much. Und ja, schaut es wirklich, schaut es euch an auf ihrem Instagram-Kanal und zwar The Girl on the Bike. Habe ich es mir natürlich nicht nehmen lassen, weil ich wollte ja wissen, ob man wie auf diese herkömmliche Art und Weise, wie man sonst ein Motorrad hochhebt, das wollte ich dann auch noch ausprobieren. Und diesen zweiten Versuch, den habe ich natürlich auch gemacht. Und ja, dann schaut euch das mal an. So. So, pass auf. Also, jetzt der zweite, wie man es wahrscheinlich nicht machen soll, ist dann eben, ich versuche die mal so hochzuheben. Ob das überhaupt klappt. Okay, dann wollen wir mal schauen. Also, die Handtücher sind nur dafür da, dass das schöne Motorrad nicht verkratzt. Das verkratzt ja auch nicht, wenn das fällt. Ne, ihr wisst das. Also, dann wollen wir mal gucken, ob ich das so hochkomme. Tatsächlich. Also ich muss feststellen, was meinen Rücken betrifft, war das für mich jetzt einfacher, als wenn ich mich mit dem Rücken zum Motorrad lehne und die versuche so hochzuheben. Ob es richtig ist oder nicht, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber wir haben alle beide Varianten ausprobiert und ich habe es geschafft. Sehr schön. So, ihr habt das ja jetzt nun gesehen. Und wenn ihr der Meinung seid, das geht vielleicht auch mal andere an, die das auch noch nie gemacht haben oder die es vielleicht mal machen sollten, dann dürft ihr gerne das Video teilen. Und es richtet sich aber auch an die Personen, denen sowas schon mal passiert ist. Und was mich interessiert, das könnt ihr auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Ist also, nachdem ihr das Motorrad aufgehoben habt, wie habt ihr euch danach gefühlt und was habt ihr dann darüber gedacht?
bei eurer Weiterfahrt. Also denn ich glaube, wenn man das unten in die Kommentare schreibt, das ist ja bestimmt auch interessant für die Menschen, wie gesagt, denen das noch nie passiert ist. Und das sind Erfahrungen, die ihr ja mitteilt, die von denen andere vielleicht auch profitieren können. Deswegen bin ich der Meinung, schreibt es unten rein, liked das Video, wenn es euch gefallen hat. Und bitte, tut mir einen Gefallen. Also was ich nicht möchte, ist, dass hier irgendwelche, ich nenne es mal lapidar, irgendwelche Klugscheißer-Kommentare, wie man es richtig macht, wie man es besser macht oder sonst irgendwas. Denn mir ist ja durchaus bewusst, wir sind alle unterschiedlich groß, wir sind alle unterschiedlich schwer, wir fahren alle unterschiedlich große, kleine, leichte oder schwere Motorräder. Sondern mir geht es einfach darum, dass hier ein Erfahrungsaustausch stattfindet, von dem andere ebenfalls noch profitieren können. Wenn euch das Video also gefallen hat, dann ja, lasst ein Abo da, liked das Video oder aber teilt das Video, wenn ihr der Meinung seid, das sollten sich auch mal andere anschauen oder anhören. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut, euer Mike von Mike on Bike. Und denkt dran, die Saison 2023 hat ja jetzt begonnen. Fahrt also vorsichtig, bleibt im Sattel und vor allen Dingen bleibt gesund. Ich sag von hier aus dann mal erstmal Tschüss, bis zum nächsten Mal.